So, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich, entschuldige mich für meine Verspätung. Das ist einerseits eine ganz spezielle Referenz, wenn die Studierenden hinterher in eine Berufspraxis gehen, die wirklich mit Tropenbau, mit tropischer Architektur, mit klimagerechtem Bauen und mit nachhaltigen Konstruktionen in Entwicklungszusammenarbeitsprojekten zu tun hat. Es ist selbstverständlich aber auch gleichzeitig der ganz normale Ausbildungsinhalt, wie bei jedem Entwurfsprojekt, was sich entwickelt aus ersten Ideen, was sich in eine Landschaft und in ein Gefüge, in diesem Falle dann ein für uns meistens fremdes Gefüge, einpassen muss und was bis ins Konstruktive und die Durcharbeitung im Detail geht. Da gibt es keinen Unterschied, außer dass wir uns hier mit anderen Materialien und anderen Konstruktionen, die in anderen Teilen der Welt üblich sind, vertraut machen müssen. Also es gibt dann eine interkulturelle Kompetenz, die die Studierenden hoffentlich damit auch mitbekommen, indem sie mit Bauherren, mit Partnern, Herren und Frauen und mit Clients, wie man dann so englisch sagen würde, international kommunizieren, was wollen die, was können die kulturell akzeptieren, was werden sie nicht akzeptieren aus ihrem religiösen und weltanschaulichen Hintergrund und aus ihren Gewohnheiten. Und das sind die Kompetenzen, die sind sowohl speziell als auch allgemein. Und damit erstmal.